Hallöchen hier auf dem YouTube-Kanal von Dogginizer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch, wie ihr eurem Hund beibringt, dass er gerne in seine Box geht. Das ist eine Sache, die für den Alltag eigentlich unumgänglich ist. Egal, ob ihr zum Beispiel eine Hundebox im Auto habt oder auch zu Hause. Ich nutze die Hundebox auch gerne, wenn Besuch kommt oder wenn die Hunde einfach mal ein bisschen Ruhe haben oder Ruhe brauchen und sich die nehmen, dass sie einen Rückzugsort haben, an dem sie sich super wohl fühlen. Die fressen auch immer ihre Kauknochen in der Hundebox. Also es ist für sie ein Ort der Entspannung, ein Ort, um zur Ruhe zu kommen. Und das kann man dann eben ganz wunderbar einsetzen. Also nur wenn man das zum Beispiel zu Hause nicht hat, dann hat man es vielleicht im Auto oder man ist mal irgendwie unterwegs auf einer Ausstellung oder im Urlaub oder sonst wo, wo der Hund eben einfach in einer Box warten muss und nach Möglichkeit dort eben entspannt sein soll. Wichtig dabei ist, dass ihr es ganz klein und positiv aufbaut. Der Hund soll nicht das Gefühl haben, dass er in die Box eingesperrt wird, sondern er soll sich freiwillig dahin begeben und gerne dort sein. Denn wenn ihr den Hund dort einsperrt, dann werdet ihr es nie erreichen, dass er dort entspannt. Zum Beispiel, wenn Besuch kommt, dann fühlt er sich eher weggesperrt. Und es ist ja zum Beispiel so, dass manche Menschen Angst vor Hunden haben, deswegen dann tue ich die Hunde gerne in die Box. Aber für sie ist es kein, also nichts Negatives. Sie haben ja gelernt, dass es ein Ort der Entspannung ist, ein Ort, wo schöne Dinge passieren, wo es einen Kauknochen gibt und wo sie halt zur Ruhe kommen können. Und wie wir das trainiert haben, das zeige ich euch jetzt. Wenn ihr jetzt mit dem Boxtraining anfangt, dann empfehle ich euch, dass ihr die Box vorher zum Beispiel ins Wohnzimmer oder dort, wo sie stehen soll, einfach schon mal hinstellt, offen lasst und gar nicht beachtet, dass der Hund sich einfach daran gewöhnt und dass jetzt für den Hund nichts Ungewöhnliches ist, sondern dass er das einfach schon kennenlernt. Und dann fangen wir ganz am Anfang damit an, dass wir im Prinzip jeden Kontakt zur Box belohnen. Das heißt, wenn der Hund von sich aus in die Richtung der Box schaut, also schon alleine das Gucken, das belohnen wir. Sieht so aus, wenn ich jetzt einfach einen Keks habe und Leni dann top in die Box guckt, dann kriegt sie von mir dort ein Leckerchen. Top. Super, genau. Wenn es jetzt so ist, dass euer Hund sich noch nicht traut, in die Box zu gehen und sich das Leckerchen rauszuholen, dann könnt ihr natürlich den Hund auch vor der Box füttern. Also er soll sich nicht überwinden müssen, ans Leckerchen zu kommen. Dann könnt ihr wieder ein Leckerchen wegwerfen und wenn der Hund top dann wieder in Richtung Box guckt, denn er gedacht hat, gerade gab es doch da einen Keks, belohnt ihr das einfach wieder. Top, genau, da war der Blick wieder in die Box und dann kriegt sie in der Box wieder ein Leckerchen. Schön ist, wenn ihr halt auch ein Markerwort dafür benutzt, also mein Top, sagt dem Hund top, einfach, dass er was gut gemacht hat. Ja, super. Genau, und so geht das im Prinzip immer weiter. Top. Genau, und wenn der Hund sich dann ein bisschen sicherer ist, könnt ihr im Prinzip das Leckerchen auch schon ein bisschen weiter reinwerfen. Top. Genau, dass der Hund dann im Prinzip schon freiwillig in die Box geht. Okay. Blick in die Box. Sie war jetzt schon so, ich glaube bei ihr, weil sie es natürlich auch kennt, kann ich jetzt schon auch ein bisschen warten, ob sie vielleicht auch schon freiwillig ein paar Schritte Richtung Box geht. Top. Super gut, genau. Wenn das bei euren Hunden ein bisschen länger dauert, ist das gar nicht schlimm. Die Leni kennt natürlich eine Box schon. Top. Super, Maus. So, jetzt gucke ich mal, ob sie freiwillig schon mal vielleicht in Richtung Box geht. Top. Jetzt hat sie schon eine Pfote in die Box gestellt, ohne dass ich den Hund gelockt habe, ohne dass ich dem Hund gesagt habe. Ja, du kennst eine Box, ne? Sehr gut, Maus. Also ohne, dass ich dem Hund im Prinzip ein Kommando gebe, ihn irgendwie dazu bringe, es zu tun. Er hat es ganz freiwillig getan. Top. Super. Richtig gut. Genau. Und wenn der Hund dann so top in der Box drin ist, könnt ihr das auch gerne ein bisschen belohnen, das Drinsein in der Box. Die Box ist eigentlich groß genug, aber wenn sie natürlich jetzt so quer drin steht, das passt nicht. Falls ihr euch wundert, warum es jetzt ein bisschen komisch aussieht. Genau. Wenn man so sich reinlegt, dann passt das richtig gut. Okay. Jetzt überlegt sie, wofür kriegt sie jetzt einen Keks? Geht es um die Box oder nicht? Top, da war eine Pfote, die du schon in die Box gestellt hast, ne? Genau, also erwartet hier jetzt nicht, dass der Hund von sich aus direkt in die Box läuft. Das ist auch okay, wenn er davor stehen bleibt und erstmal abwartet. Top, genau, belohnt einfach alles. Jetzt hat sie den Keks nicht gesehen. Belohnt einfach alles in Richtung der Box. Top,
Super. Genau. Und so würde ich das Training jetzt beenden. Wenn ihr sowas macht, macht es nicht zu lange. Also ein, zwei Minuten, lieber fünfmal am Tag eine Minute, anstatt einmal am Tag 10 Minuten, weil der Hund so viel besser lernt. Und jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal mit Leo. Der ist ein bisschen dynamischer als Hundetyp an sich. Und deswegen ist es mal ganz gut zu sehen, wie zwei verschiedene Typen mit der Übung umgehen. Bei manchen Hunden macht es auch Sinn, die Box festzuhalten. Top! Na da, musst du suchen. Das ist da drin. Top. 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 Genau, und so kann man dann auch den Zeitraum erhöhen, dass der Hund im Prinzip top, das Verharren in der Box quasi, dass man das belohnt. Dass der Hund halt nicht direkt rausgeht. Top! Na, habt ihr jetzt gesehen, er hat kurz gewartet. Was machst du denn da? Jetzt macht er sich ein Spiel daraus und sucht die Kekse. Top! Top! Genau, jetzt hat er schon die Erwartungshaltung, hier drin gibt es Kekse, also möchte ich gar nicht mehr raus. Und das könnt ihr euch zunutze machen, indem ihr einfach auch das in der Box bleiben quasi trainiert. Wichtig ist, macht halt in diesem Status noch niemals die Tür zu. Super gut, Leo. Ist okay? Leg dich mal hin. Leg dich mal hin. Mach da noch nie die Tür zu, denn der Hund soll nicht das Gefühl haben, dass er nicht wieder raus kann. Also lass das ganz freiwillig. Die Tür würde ich eigentlich gar nicht beachten, sozusagen. Erst wenn der Hund wirklich das als Rückzugsort anerkannt hat und total positiv gelernt hat, dann kann ich halt mal, wenn es sein muss, die Tür zumachen. Vorher würde ich das genauso üben. Genau, und dann im Prinzip, wenn der Hund drin ist, kann ich eben das Drinsein belohnen. Und dann machen wir demnächst nochmal ein Video, wo wir euch zeigen, wie man dem Hund beibringt, dass er nicht, nur weil die Tür aufgeht, sofort rausstürmt. Das ist ja nicht nur wichtig für zu Hause sozusagen, da ist es letzten Endes sogar egal, sondern vor allen Dingen im Auto, dass wenn man nicht die Boxtür aufmacht, der Hund sofort rausrennt. Da machen wir demnächst mal wieder ein Video für euch und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim Üben. Bleibt immer nett und fair zu euren Hunden. Denkt dran, macht nicht zu lange Einheiten. Und wenn ihr Fragen habt, sehr gerne in den Kommentaren. Viel Spaß beim Training!